Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Im heutigen Part haben wir zuerst ein Date mit Marin und gehen dann in die Wüste, um den Schlüssel für den vierten Dungeon zu holen. Tja, ich habe mich verlaufen, wie gesagt. Was Essbares, ja. Da gebe ich ihm mal die Ananas. Genau, würde die Tauschkasse nämlich ein bisschen weitermachen. Deswegen ich jetzt nochmal komplett hier hoch getravelt bin und wir kriegen einen Hibiskus dafür. Okay, das heißt wieder zurück zu Zodorf. Aber wir gehen jetzt zuerst zu Marin, weil wir werden danach ja sowieso ins Zodorf gehen, um das Walross irgendwie wegzulocken. So kombiniere ich das einfach. Marin, ich brauche deine Hilfe. Hä, wo ist die jetzt? Ey, was war denn der Dreck jetzt? Jetzt darf ich die auch noch irgendwo in der Map suchen. Perfekt. Guys. Ich sag euch, wenn ich sie finde. Ah, ich habe sie gefunden. Ich dachte mir, sie hat uns ja auch am Strand gerettet, dass sie halt öfters mal am Strand chillt. Und hier war ja auch immer dieser besondere Ort, der nie eine Bedeutung hatte. Jetzt hat er eine. Oh Goldie, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, gerne doch. Oh, schöne Animation. Ja, ist krass, weil es. Game ist immer in so einem Look, aber auch die Anfangsszene war ja eine richtig schöne Animation. Kommt irgendwie viel zu selten vor. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tain sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe, da draußen auf dem Meer. Wo soll ich denn herkommen? Verschwörungstheoretiker. Aber da muss es etwas geben. Ja, ich komme ja von irgendwo. Ey, Mann. Als ich dich am Strand gefunden habe, Goldie, da war ich ganz außer mir. Ich auch. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Link, du musst was sagen. Wenn ich eine Möwe wäre, würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Bruder, einfach so dieser Typ. Beim Date, der einfach nix labert und irgendwie nur am Handy chillt. Hallo, Goldie, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich bin aufgewacht, ja. Ibims. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Goldie. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh man. Cool, er ist einfach wieder eingepennt. Was? Ich soll mit dir zum Aal rausgehen? Also gut, dann mal los. Ey, hätte ich eine Facecam, ich muss gerade mein Gesicht sehen. Marin, komm mit, das ist die Gelegenheit. Oh Gott, Link gönnt sich auf jeden Fall einen ganz guten Blick. Kann man nicht anders sagen. Hier ist noch eine. Irgendwo? Ist eine Muschel. Perfekt. Ist das jetzt? Gibt es eine Animation extra für Marin? Ich wollte nur mal schauen, ob jetzt dort außen irgendwie eine Muschel ist durch den Muschelsensor. Erstmal, dass wir zusammen unterwegs sind, Goldie. Das ist ab heute unser geheimer Treffpunkt. Boah, sieht schon sehr geil aus, auf jeden Fall. Willst du mir etwas sagen? Jetzt, deine Chance, sag was! Ey, du bist doch so eine Pfeife. Du sollst nicht gegen sie rammen direkt. Also, witz. Ich wollte ja, dass du. Also. Ich habe gesagt, du sollst irgendwie mal ein bisschen Emotionen zeigen, aber so schnell ist auch nicht, okay? Ganz sachte, mein Junge, ganz sachte. So ein paar Szenen gibt mit ihr, wo man nur jetzt auslösen kann, will ich auf jeden Fall mal jede mitnehmen. Ist ganz amüsant, muss man sagen. Ja, Leute, ich habe kurz nachgeschaut, ob es noch mehr solche Szenen gibt. Und anscheinend, wenn man zum Greifer geht, soll noch was passieren. Hier ist ein Herzteil. Müssen wir es holen? Ist das? Kriegt man nur so dieses Herzteil? Toll, Goldie, kann ich es auch mal versuchen? Was sagst du? Klar.
Das war davor auf jeden Fall noch nicht da. Ja. Marin? Herzteil war weiter oben. Oh Gott, oh Gott, das. Wie weh muss das tun? Ach du Scheiße. Wow, es tut mir so leid. Aber warte mal, man kann doch nur nach vorne und nach rechts gehen. Die hat sich einfach eingehackt. Die ist einfach Hackerin. Was soll das denn jetzt? Das ist gegen die Regeln. Los, raus! Ey, es tut mir so leid. Kann ich jetzt nochmal reingehen und das Herzteil holen oder nur, wenn Marin weg ist? Okay, jetzt bin ich alleine da. Das kann man nur einmal sehen. Hol ich mir auf jeden Fall noch kurz das Herzteil. Oh, das war so knapp. Oh, bitte bleib drin. Ja, ja. Let's go, let's go, let's go. Style. Okay, back in Zoodorf. Jetzt muss ich noch das richtige Haus finden, wo ich jetzt diese eine Pflanze geben kann. Ne, es war der Bär. Endlich das richtige Haus. So, ein Hibiskus. Ja. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. White bringen? Er lebt am Rand des Zauberwaldes. Ja, ja. Oh, so ein Herzchen. Oh. ja, okay, ich weiß auf jeden Fall, wer es ist. Hallo, könnt ihr mich mal durchlassen? Ey. Vogel und von Marin einfach. Ja, das heißt, wir werden den Brief auf jeden Fall noch mal demnächst, also vom Dungeon auf jeden Fall noch zu Dr. White bringen. Wahrscheinlich sein, dass die Büste jetzt nochmal so ein eigenes Gebiet ist, was wir komplett erkunden müssen. Dann geht's erst zum nächsten Dungeon. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch dauern. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, wie ich jetzt sagen, verschwendet. Das ist ja das Walross. Sollen wir es aufwecken? Ja. Aber woanders schon investiert, wo wir eigentlich erst später hingehen sollen. Und sie singt damit natürlich wieder schöner. Aber warum, wofür haben wir denn das mit der Ocarina, wenn es so einen Tipp dem ein Ding gibt? Traumschrein hier. Ja, er geht jetzt einfach komplett weg. Nice. Ja, da ist aber jemand munter. Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Kanickel. Ja, die sind schon ziemlich süß. Ja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Kommt doch später auch mal vorbei, Goldie. Ja, ich muss noch kurz irgendwie den Windfisch aufwecken, dann komme ich auch mal vorbei. Eine gewisse Moschee. Echt nicht? Aber der hat doch... Hier sind Pockies? Ja, wie geil. Und hier geht auch wieder der Moschee-Sensor los. Aber hat der Gegner gerade einen 50er gedroppt? Ne, jetzt sah gerade nur aus, das war ein blauer. Krass. Oh Gott, irgendwo ist jetzt hier eine Muschel. Achso, die wird wahrscheinlich oben sein, oder? Wow. Aber ja, ich erwarte auf jeden Fall ein paar Muscheln am in der Wüste. Da kann ich auf jeden Fall sehr viel butteln. Oder generell Buttelrätsel. Ja, die Poggies. Oh. Ja, okay, den Kaktus war jetzt nicht so schlau. Da. Was haben wir hier? Kommen wir auf jeden Fall ein bisschen höher. Könnte auch sein, dass hier oben der Muschelsensor das war. Auch nichts. Ey, ist so komisch. Ist, glaube ich, eine Abkürzung jetzt. Was haben wir hier? Wer wagt es, auf den Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Ibim ist ein Skuldi. Oh, ein Riesenkäfer. Ja, die schlage ich mal kaputt. Ich habe erhöhten Angriff und du tust einen Schlag aushalten. Scheint ein starker Gegner zu sein, auf jeden Fall. Zack. Boss. Okay, ist echt so ein kleiner Mini-Boss, glaube ich. Ah, okay, nach drei Schlägen ist aber auch down. Das heißt, ohne Dings rotes Gewand müsste es ja dann. Da wollte ich nicht rein. Also sechs Schläge sein. Hey, ich war doch vor. Egal. Wir haben den Schlüssel und das müsste jetzt auch der richtige sein. Wunderschlüssel. Hat so eine Fischform. Sieht sehr richtig aus. Wo geht's hier noch entlang? Hier geht's zu einem Herzteil. Wie nice. Muss jetzt auch wieder ein volles geben? Genau. Jetzt sollten wir 10 Herzen haben. Damit haben wir die erste Reihe voll. Stabil, stabil, stabil. Ja, war es jetzt schon die komplette Wüste? Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume und beide vergehen am Ende. Taste and Twist. Okay, hier ist die Muschel. Wieder durch den Muschelradar gefunden.
Nice, nice auf jeden Fall. Gibt es jetzt noch mehr? Ah, hier geht's hoch. Da kommen wir an die eine Muschel, die oben, glaube ich, war. Genau, hier geht auch der Radar wieder los. Der Stein, oder? Ja. Haben wir eine weitere Muschel. Haben wir die Wüste jetzt schon abgeschlossen? Ging doch schneller als gedacht. Ich dachte, die Wüste wäre größer. Haben wir jetzt schon alles aufgedeckt? Ne, hier ist noch ein Bereich. Und ich glaube sogar hier war auch noch ein Bereich, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Egal, dann geht's als nächstes zum vierten Dungeon. Die Eule macht wieder Eule-Sachen. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du sollst zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Ja, ja. Das heißt, zwei Sachen möchte ich noch machen, bevor es zum nächsten Dungeon geht. Das ist einmal die nächste Belohnung für die Muscheln abholen. Die müssten jetzt wieder bekommen. Und die Tauschquest noch weitermachen, bis wir nicht weiterkommen. Ja. Bitte vergiss nie das Lied oder mich. Würde ich niemals machen. Ich habe nur, ich glaube, vor ein paar Folgen deinen Namen vergessen. Ich werde dich niemals vergessen, nein, nein. So, Dr. White müsste hier in diesem Haus gewesen sein. Genau. Wird wahrscheinlich auch irgendein Easter Egg-Charakter sein, aber es sagt mir halt überhaupt nichts. Vielleicht Mega Man? Gab es da einen Dr. White? Ich weiß es nicht. Ist das ein Brief für mich? Das ist ja so toll. Und sieh doch mit einem Foto. Oh, shit. Was? Prinzessin Peach? Okay, krass. Sieht erst so hübsch aus. Muss dir was für deine Mühe geben. Ein Besen. Was, wenn man jetzt Nein sagt? Okay, Besen. Ich weiß sogar, wo der hin muss. Der muss in Möwendorf zu der alten Dame. Ich glaube, Offcam habe ich mal aus Versehen mit der gesprochen. Dann hat sie irgendwas von einem Besen gelabert und es halt in einer besonderen Schrift. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Hello, ma'am. Ein Besen? Ja, ja. Danke, dafür gebe ich dir einen Angelhaken. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Noch einen Angelhaken. Ja, vielleicht irgendwie ein Angler, wenn wir ihn mal eins sehen. Gehen wir als nächstes die zweite, dritte Muschelbelohnung geben. Wir haben auf jeden Fall 26 Muscheln. Ich denke, ab 25 wird es die nächste geben. Aber ich weiß es nicht. Ja, sieht, obwohl, ganz knapp. Tut nichts. Ja, okay, das heißt, erst ab 30 Muscheln wird es die Belohnung geben. Okay, dann geben wir mal auch meinen Schlüssel ab. Und das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt schon den Schlüssel für den nächsten Dungeon haben, können wir dann direkt nach diesem Dungeon, nachdem wir vielleicht ein bisschen noch in der Oberwelt was gemacht haben, passiv ist nachgeholt mit meinem Dungeon-Item, direkt zum nächsten Dungeon gehen. Das heißt, die nächsten Dungeon werden ein bisschen stark auf Schlag kommen. Okay, Problem. Wie komme ich zum vierten Dungeon? Ach, hier oben kann ich jetzt durch den Wasserfall durch, oder? Könnte es das sein? Auf jeden Fall komme ich da jetzt oben weiter, weil der Wasserfall weg ist. Genau hier an dieser Stelle können wir jetzt nur durch. Ach nee. Was ist alles umsonst? Weil ich kann hier nicht schwimmen. Ey, es war jetzt nicht alles umsonst, oder? Oder kann ich hier runterspringen? Ich kann hier runterspringen! Okay, war doch nicht alles umsonst. Gut, nachdem wir jetzt ein Secret Farb Dungeon gemacht haben, den Schlüssel für den nächsten Dungeon aus Versehen geholt haben, in der Wüste waren, ein neues Dorf erkundet haben, gibt es nun endlich den Wundertunnel und damit den vierten Dungeon. Wasser Dungeon, okay. Dadurch, dass wir sowieso noch überhaupt gar nichts im Wasser machen können, ohne das Dungeon Item, denke ich mal, würden die Wasserpassagen wohl erstmal auf sich warten müssen auch. Wir brauchen hier auch wieder direkt die Bomben. Gehen wir in den nächsten Raum. Hier sind ein paar Stachis auf jeden Fall. Im Dungeon. Ist da der Kompass drin? Sehr gut. Kompass finde ich in dem Game sehr, sehr wichtig. Hier unten wird sich eine Truhe befinden, wo ja eigentlich schon Schlüssel drin sein muss, weil ansonsten kommen wir nicht weiter. Wir gehen auf die nächste Ebene, dann wird es schon weitergehen. Aber hier ist ein Schlüssel dran. Da der Gegner besiegt, dass wir auch den Raum wieder verlassen können, gehen wir mal nach rechts. Immer diese Wassergegner.
Ja, das war's direkt. hier ist auch keine Truhe, oder? Ja, okay, hier die, aber mehr auch nicht. Wir werden schon krass hier in eine Richtung gelenkt in dem Dungeon. Wir sehen hier von oben auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, einen Großteil des Dungeons. Und hier ist eine Truhe. B, bitte sei jetzt kein Schlüssel drin. Ich muss einfach hier in den anderen Raum gehen. Vogel. Nee, was? Vogel? Doch, Schnabel der Eule. Und eine Eule ist ein Vogel. Hihihi. Das ist auch die unten die erste Eulenstatue. Weitere Truhe. Die Karte. Okay, warte, wir haben jetzt schon alle wichtigen Items, außer das Dungeon-Item. Es ging viel zu schnell. Der Dungeon macht mir irgendwie Angst. Ist auf jeden Fall wieder eine Truhe. Genau hier. Müssen wir wegspringen. Genau. Komme ich hier auch schon hin. Es gibt einen Schlüssel. Okay, hätte auch eine Rubine sein können. War jetzt nicht so schwer, kann man sagen. Ist hier sonst noch? Ne, hier ist keine weitere Truhe im Raum. Können wir weitergehen? Hier brauchen wir wieder Bomben. Könnte hier direkt das Dungeon-Item drin sein? Ne, nur ein Schlüssel. Hab's mir halt gedacht, weil man kann halt nicht wirklich ein Wasser-Dungeon machen, wenn man nicht schwimmen kann.